Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und auf vielfachen Wunsch endlich jetzt das Doctor Who-Set und zwar das große. Das aus der Dimensions-Serie habe ich ja schon vorgestellt. Jetzt gibt es das aus der Ideas-Serie. Das heißt also, dass es von Fans eingereicht wurde und von der Community für gut befunden wurde, so dass es dann schließlich Anfang Dezember auf den Markt kommen konnte. Autor ist Andrew Clark, zwei weitere Mitarbeiter von Lego haben noch dran gewirkt. Und das, was dann rausgekommen ist, ist nicht nur wieder eine schöne Ideas-Box, sondern auch 623 Teile für knapp 60 Euro. Klingt eine Menge, aber man bekommt auch was, und zwar viel Ideelles. Ja, insbesondere sind es kleine Teile, wie wir hier schon decken. Die entsprechenden Tütchen sind leider nicht nummeriert. Das heißt, alles muss zusammengekippt werden und dann ja, so ein bisschen puzzelmäßig auch in etwas längerwieriger Aufgabe dann herausgesucht werden. Also die Bauzeit klingt zwar schnell, aber ja, ich habe durchaus anderthalb Stunden dran gesessen, damit dann auch die Teile erstmal ihren Weg gefunden haben. Schönes Booklet ist auch wieder dabei, zwar auf Englisch, aber das Deutsche kann man wie immer aus dem Netz herunterladen. Und wenn man das dann eben alles zusammengesteckt hat, dann sehen wir das hier, nämlich insgesamt 4 Minifiguren. 2 Daleks und eben die TARDIS. Das ist diese Polizeibox, die außen kleiner aussieht als innen. Das wird in der Serie sehr ausführlich auch dargestellt. Wir erkennen hier auch nur einen Ausschnitt von dem, was in dieser Box eigentlich drin ist. In Wirklichkeit geht das eigentlich hunderte Meter in alle Richtungen, in verwinkelten Fluren. Aber nun gut, das passte dann vielleicht doch nicht hier ins Set. Das hier ist der aktuelle 12. Doktor, allerdings mit dem Hut vom 11. Das, was er da nämlich in der Hand hat, das ist das Fes oder Fess. Genau, das gehört eigentlich nicht zu ihm, macht aber nichts. Er trägt es trotzdem mit Würde. Graue Haare hat er, aber nur ein Gesicht. Ja, die Doktoren sind ja sowieso Inkarnationen. Wenn einer stirbt, dann kommt er wieder als andere Persönlichkeit. Wie auch dieser hier, das war nämlich der 11. Doktor. In der Hand hat er einen Schallschraubenzieher. Der kommt in der Serie öfter mal vor. Diese Reinkarnationen und damit auch die Gesichtsänderungen, die hat man einmal eingeführt in die Serie. Die gibt es ja schon seit 1963, weil der erste Schauspieler krank wurde. Ja, und dann hatte man die Möglichkeit, auf diese Weise eben die Schauspieler auch regelmäßig zu wechseln. Macht auch, glaube ich, entsprechende Gehaltsforderungen und Verhandlungen einfacher. Das hier ist Clara Oswald, eine seit der 7. Staffel dabei seiende Begleiterin des Doktors. Immer mal wieder zumindest, wie er ja eine ganze Menge Frauen insbesondere in den Serien dann ja nicht verschleißt, aber doch gerne mal mitnimmt. Man reist ja so ungern allein durch die Zeit. Die Dinger hier würde er, glaube ich, ungern mitnehmen. Das sind nämlich Daleks. Das sind ja so Roboterarten. Die wollen insbesondere auch der Menschheit ans Leder. Deswegen eigentlich nicht fröhlich und freundlich Gesinnte. Die sollen bitteschön vom Doktor dann auch bekämpft werden. Wie wir hier sehen, die haben dann auch hier, glaube ich, so Laser und so Möglichkeiten, eben viel Schaden und Böses zu verursachen. Wir können den Kopf auch ein wenig drehen. Ja, und vorne, das sieht aus wie eine Schnauze, ist aber, glaube ich, auch irgendwas Böses, was da rauskommt. Und dann haben wir schließlich, wo wir gerade bei den Bösen sind, diese nette Dame noch. Sie sieht harmlos aus, hat es aber faustdick hinter den Flügeln in diesem Fall. Das ist nämlich Weeping Angel. Ein Weeping Angel, sprich also ein heulender Engel mit Flügeln. Und wenn wir jetzt gleich mal den Kopf bzw. die Haare abnehmen und mal schauen, wie sieht denn das zweite Gesicht aus, dann erkennen wir schon, so eine fröhliche Dame ist es doch nicht. Die schickt nämlich gern mal Menschen in die Vergangenheit und krallt sich dann deren restliche Lebensenergie. Nicht freundlich, wie ich finde, aber jeder hat so sein Hobby. Jetzt kommen wir zur TARDIS. Also das ist erstmal so eine Polizeibox, wie sie wohl früher wirklich sehr oft in England rumstand. Und die ist ja etwas harmlos von außen jetzt gesehen, aber sehr massiv geformt. Also das sieht man jetzt nicht so richtig, aber mit mehreren Schichten gestellt. Und das sind alles keine Aufkleber, man merke an. Keine Aufkleber. Alles, was wir hier sehen, ist schon draufgedruckt gewesen. Das gilt auch hier für diesen Schalter, beziehungsweise auch selbst für dieses kleine Schildchen, das man auch aus der Serie kennt. Auch da steht das nämlich genau so dort entsprechend zu lesen. Oben sehen wir noch die Lampe angedeutet, die normalerweise leuchten würde, wenn da jetzt also eine Meldung drüber ereignet sich. Und jetzt können wir das also abnehmen. Und da werden wir gleich entdecken, wir können das Ganze umformen. Nun besteht leider nicht die Möglichkeit, mit Lego tatsächlich dieses Multidimensionale abzubilden. Aber man hat sich einen kleinen Trick überlegt, nämlich indem wir hier die Schilder hochklappen. Das ermöglicht uns, diese Box aufzuklappen.
In ihr passt übrigens notfalls, da sehen wir schon an die Stelle, auch einer der Doktoren zum Reisen. Und hier finde ich schon mal witzig, auf der Gegenseite sozusagen bei dem Schild, da ist auch tatsächlich hier spiegelverkehrt dann das, wie man, wenn man rausgucken würde, das Schild, was man auch von außen sieht. Finde ich schon mal einen netten kleinen Gag. Aber das ist ja nun noch keine Zeitreisemaschine, erst recht keine TARDIS. Deswegen haben wir den zweiten Teil mit dem der Hauptkomponente so als eigenes Teilchen noch, das man bauen kann. Und das schiebt man dann einfach hier ran. Dann schließt sich auch dieser Gang und schon haben wir eben ein Meer. Eine richtig schöne TARDIS mit auch einer Treppe hinten dran. Und das in der Mitte, das ermöglicht dann eben die Zeitreisen. Insbesondere hier mit diesem schönen hellblauen Ton versehen. Ja, hier können wir noch ein bisschen klappen, wenn wir wollen. Da sind auch noch so kleine Gerätschaften dran. Aber der Hauptteil, das ist natürlich nicht die Treppe hier, sondern das, was in der Mitte steht. Und da entdecken wir schon, während ich noch ein bisschen mit der Treppe rumspiele, was dort alles an Kleinigkeiten zu sehen sind. Ja, einmal natürlich diese Stäbe hier, die, glaube ich, auch in der Serie wunderschön leuchten dann, um anzudeuten, da passiert gleich was. Abgesehen davon ist das sowieso eigentlich alles Schrott. Das ist ja schon eine etwas ältere TARDIS, wer die Geschichte kennt. Wobei ja sowieso Doctor Who sich auszeichnet. Erstmal, die entsprechenden Doktoren haben durchaus unterschiedliche Arten. Einige sind mehr witzig, einige mehr mutig. Und was auch dazu kommt, dass man immer doch auch ein bisschen Humor drin hat in der Serie, was man allein schon daran entdeckt. Übrigens, hier haben wir gerade diesen Schalter, den er auch gerne mal wild hin und her schiebt, damit es dann auch wirklich mal vorangeht in der Zeit. Dass nämlich zum Beispiel einige Folgen von Douglas Adams geschrieben wurden. Den kennt man ja vom Per Anhalter durch die Galaxis. Eins der besten Science-Fiction-Parodiebücher, oder wie man es auch nennen will, zumindest meiner Jugend. Ja, hier an der Seite haben wir auch nochmal Knöppel und Anzeigen. Und ich wiederhole mich gerne, alles keine Aufkleber. Das gehört so, beziehungsweise ist so schon draufgedruckt, dass ich das noch erleben darf, ja. Unten, ja gut, da kann man dann, wenn man will, wahrscheinlich mal runterkraxeln und gucken, wenn da was nicht richtig funktioniert, ob man da irgendwo mal ein bisschen reparieren kann. Aber das ist nichts, wo man jetzt, glaube ich, intensiv dann nachguckt. So, jetzt sehen wir hier, wie wir das Ganze auseinandernehmen. Da ist auch dieses Kreuz, wo also dieses entsprechend reingebracht wird. So, und dann klappen wir es wieder zu, machen auch hier die Schilder wieder davor und setzen einen Deckel drauf. Schon sieht die TARDIS wieder aus wie eine Policebox, als wenn nichts passiert wäre. Zum Vergleich wollte ich doch nochmal hier einmal die Minifiguren aus dem Dimensions-Set, das ich hier schon mal vorgestellt habe, dagegen halten. Da merken wir schon, also sehr viel Neues ist da jetzt nicht. Der Kopf ist der gleiche, die Frisur auch, beides der 12. Doktor. Allerdings immerhin die Kleidung, die hat sich geändert. Den K9 haben wir jetzt gar nicht dabei. Und die TARDIS, selbst die kleine, finde ich, hat doch erstaunlich Ähnlichkeit. Und jetzt erkennt man ja auch da, siehst du, da ist zum Beispiel auch dieses Schild, da ist es zwar nur angedeutet, aber es ist eben so, wie es ist. Da sehen wir die Größenverhältnisse. Und die größere ist schon netter, also deutlich. Gerade für den richtigen Fan der Serie. Und so langsam fange ich damit auch an. Ich bin jetzt eingestiegen und habe die ersten Folgen auch gesehen. Und doch, finde ich auch wirklich ganz nett. Für den Engländer ist das ja sozusagen die Erfüllung wohl, was man so liest. Für den ist Doctor Who so das Fernseherlebnis wohl, was wirklich seit den 60er Jahren alle Generationen begleitet hat. Wie man sieht, wenn wir wollen, können wir natürlich Dimensions auch hier mitspielen. Wird ein bisschen eng dann auf dem entsprechenden Steuerbord, aber theoretisch geht's. Kommt ja immer nur darauf an, welcher Fuß da ist. Ja. Ideas typisch ist natürlich auch die Anleitung hier ganz edel gestaltet, wie auch schon bei der Architecture-Serie, mit ein paar Infos zu den einzelnen Figuren. Für den Engländer wahrscheinlich alles alter Hut, für den Deutschen eröffnet sich dann manchmal erst, was soll dieses Set eigentlich? Ja, dann fangen wir an mit den Minifiguren und arbeiten uns dann vom Innern der TARDIS bis hin zur Polizeibox von außen dann vorweg und durch. Ja, siehst du? Da sehen wir dann auch, dass übrigens diese Seitenwände, diese blauen, so ein bisschen gestaltet sind wie eben Fenster. Die werden einfach so reingeklickt, um dann diese Seitenteile zu machen. Da sehen wir die drei Autoren dieses Sets nochmal mit ihrer Kurzgeschichte. Ein bisschen Werbung für Lego Dimensions und das war's. Ja, nö, schönes Set. Also wer ein bisschen was mit dieser Serie anfangen kann, für den ist das, glaube ich, was richtig Schönes. Deswegen gebe ich auch aus der Sicht 8,5 Punkte. Ja, wer mit Doctor Who nichts anfangen kann, kann auch mit diesem Set, glaube ich, nichts anfangen. Das ist so eben in der Natur der Sache. Der kommt auch nicht auf die Idee, das zu kaufen. Aber ansonsten toll. Also schön, dass es sowas gibt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.